Ein Prosit der Gemütlichkeit und nicht zum letzten Mal. Auf geht's zum Oktoberfest in Pretoria. Dieses Fest gab's schon, bevor diesen jungen Leuten erlaubt war, Bier zu trinken. Ich bin Gunilla Dübel, hier Schülerin an der Deutschen Schule Pretoria. Und dieses Jahr habe ich die Ehre, Oktoberfestkönigin zu sein. Und mit mir habe ich hier Herrn Professor Förtsch, der schon seit 18 Jahren hier beim Oktoberfest tätig ist. Herr Professor Förtsch, wie hat das Oktoberfest angefangen? Ja, vor 1977 zog die Schule in die östlichen Vororte Pretorias. Wir hatten ein relativ kleines Grundstück hier und zogen auf 16 Hektar Bodenfläche. Und es musste hier sehr viel entwickelt werden. Und jede Privatschule, jede Schule in der Tat, hat Gelder nötig. Und da reifte die Idee, bei ein paar Eltern doch mal so etwas zu versuchen. Und das erste Oktoberfest wurde dann auch in der Tat in die Wege gebracht durch Herrn Walter Lübcke als Initiator mit ein paar Eltern. Und ich war von Anfang an im Ausschuss dabei. Ja, wir feiern heute Oktoberfest in dem schönen Pretoria. Und begrüßen eine große Freundeschar. Wir vergessen alle Sorgen, denken nicht an übermorgen. Oktoberfest zu feiern ist so schön, ihr könnt's verstehen. Warum machen Sie das Oktoberfest im September? Ja, wir machen zunächst mal das Oktoberfest, damit wir Geld für unseren Schulhaushalt bringen. Dann im September, das Oktoberfest hat das große Vorbild in dem Oktoberfest in München. Und dieses Oktoberfest beginnt im September und endet am ersten Wochenende im Oktober. Alles dreht sich, aber nicht nur vom Bier. Man konnte den Kopf auf verschiedene Weise verlieren. Musik gab's auch genug. Die Herrgottshäuser Musikanten sorgten für eine Bombenstimmung. Wir wollten etwas mehr über die Heimat der Musikanten und ihre Instrumente erfahren. Also Herrgottshausen liegt, muss man erstmal sagen, natürlich in Deutschland, Bayern, sehr bekannt. Wir sind ein noch kleinerer Teil von Bayern, ist Unterfranken, sehr bekannt für fränkischen Wein. Weniger Bier eigentlich bei uns. Und Wein, da werden die Leute sehr lustig. Sind auch trinkfeste Franken. Wir sind also aus Unterfranken, aus einer sehr kleinen Ortschaft mit 560 Einwohnern. Da kommen die ganzen Musiker her. Also wir sind hier bei Privatleuten untergebracht von der Deutschen Schule. Und die haben auch das meiste für uns organisiert. Also wir haben immer korrespondiert mit denen und es hat also wunderbar geklappt bisher. Wenn Sie gerne eine Kassette von Ihrer Musik oder mehr Informationen über die Herrgottshäuser Musikanten haben möchten, schreiben Sie bitte an Herrgottshäuser Musikanten, Mainstraße 18, 97534 Herrgottshausen, Deutschland. Telefon 0949 9722 6597. Um dieses Oktoberfest zu veranstalten, braucht man Hilfe. Professor Friedland, Vorsitzender des Deutschen Schulvereins Pretoria, erklärt. Wir sind also als Schule alleine vermutlich gar nicht in der Lage, das zu organisieren. Das hat inzwischen eine Größenordnung erreicht, die es nur organisierbar macht, wenn man das mit der gesamten Hilfe aller Deutschsprachigen hier in Pretoria macht. Es war ein aufregender Tag auf diesem Oktoberfest in Pretoria. Es gab auch stille Momente. Jeder, der dieses Fest verpasst hatte, bekam eine verpasst. 1, 2, super.